Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Streets of Rogue. Ich habe ja gesagt, So, fallende Bomben machen wir mal raus. Aufruhr. Das machen wir einfach mal raus. Kopfgeld. Wir entfernen einfach mal. Wir ticken einfach mal diese ganzen Sachen hier an. Die Leichen können wir meinetwegen lassen. Ich würde auch gerne Fortfahren einmal anticken. Beginn des Abschnitts fortsetzen, 3 Fortsetzungen pro Lauf. Das wäre ganz schön. Gebiet entfernen, Slums. Was sind das jetzt? Keine Level im Slum. Okay, ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber das lassen wir jetzt einfach mal. So. Das jetzt aktiv? Das ist jetzt, glaube ich, aktiv. Okay. Wir werden Nuggets später vergeben. Jetzt wollte ich sagen, hier der Kannibale. Ich glaube, den haben wir auch noch nicht vorgelesen, oder? Der Kannibale, labe dich an Leichen, um Gesundheit zu gewinnen. Das ist schön. Strenger Kannibale, Menschenfleisch ist die einzige Nahrung, die deine Gesundheit wiederherstellen kann. Alkohol geht auch. Verdächtig, Geschäftsinhaber wollen, dass du gehst. Und unsozial. Die meisten Leute schließen sich dir nicht an. Wir haben aber eine Axt und Bärenfallen. Das ist aber schön. Das Ergebnis von Inzucht, Giftschlamm und Umweltverschmutzung und Internetvideos von Tieren, die in winzigen Käfigen gehalten werden, bevor aus ihnen Fastfood gemacht wird. Der Kannibale findet es moralisch nicht vertretbar, Tierfleisch zu verzehren, aber es schmeckt einfach so gut. Man kann nur eine bestimmte Menge Tofu essen, bevor man ausrastet. Lustige Tatsache, Menschenfleisch schmeckt offenbar sehr süß. Alles klar. Große Aufgabe, erworbener Geschmack, erreiche die ideale Ernährungsweise, indem du stets deinen spezifischen Heißhunger stillst. Alles klar. Ich lasse den einfach mal so, der ist wunderschön. Ich möchte den genauso lassen. Und theoretisch dürften wir jetzt ja, normalerweise haben wir in Abschnitt 3 immer irgendwelche Gefahren. Verspeise eine bestimmte Art von Person. Einen Slumbewohner sollen wir essen. Wir sollen einen Drogendealer neutralisieren, Schalter betätigen und einen Slumbewohner essen. Ja, dann würde ich doch mal sagen. Yum, yum. Oh, ich muss... Mache ich denn das jetzt, dass ich den esse? Den habe ich jetzt nicht gegessen. Ich weiß nicht... Ah, vermutlich mit der... okay, ich habe es falsch gemacht. Egal, wir üben. Wir üben noch ein bisschen. Wo muss ich denn eigentlich hin? Da ist eine Kiste drin. Okay, Essen kann mir jetzt ja total egal sein. Mein Essen läuft hier überall rum. Yam, yam. Du bist ein Frauenflamme. Ich lass dich mal. Ja, bleib lieber weg von mir. Da sind die Schalter, die wir bestätigen wollen. Ich habe zum Glück eine kleine... Ich laufe hier erstmal rum, um mir so ein bisschen einen... Ne? Den hier müssen wir nachher ausschalten, die Wache. Aber den können wir auch essen. Sehr schön, wir können unsere Opfer essen. Das finde ich voll gut. Und ich glaube, mit der rechten Maustaste könnte das sein, dass wir den essen. Ich erinnere mich an den Gorilla und... Aber guck mal, der hat zum Glück scheinbar keine besondere Waffe. Wo ist jetzt die blöde Tür? Die war hier irgendwo da unten, war sie. Sehr gut. So. Yum, 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 yum. Das war jetzt aber lecker. Da sind meine Schalterchen. Sehr schön. Da können wir ja noch gleich in die Kugel gucken. Ja, yeah, aber du sollst hier den Schalter... Läuft er jetzt auch im Counter? Und ich glaube nicht. So. Ein bisschen Geld. Sehr schön. Das Essen war jetzt auch sehr toll. Also jetzt Menschenfleisch ist süß. Ja. Diese Information wollte ich immer schon haben. Wir müssen immer noch einen Slumbewohner essen. Wir werden auch einen Slumbewohner essen. Keine Sorge. Nom 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 nom. Oh, guck mal, ein Slumbewohner. Nom, 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 nom. So, damit haben wir die große Aufgabe schon erledigt. Wir haben einen Slumbewohner gegessen und es geht super.
Da will ich nicht rein. Also bei ihm möchte ich mir jetzt tatsächlich mehr dran halten, dass wir versuchen, unsere Aufgaben zu erfüllen, denn ich glaube nicht, dass es mit ihm die beste Idee ist, hier einen auf. Ich zerstöre alles. Vor allem Kühlschränke können mir jetzt ja voll egal sein. Allerdings, wenn ich irgendwas zum Verkauf... Den müssen wir... Oh nein. Ich wollte gerade sagen, da muss ich ja in sowas wie das hier nicht rein, aber oh, jetzt muss ich da doch rein. Der ist leer. Auf. Au! Oh, das werden wir nicht überleben. Das werden wir nicht überleben. Aber sollte ich nicht eigentlich jetzt nochmal... Ja, ich wähle jetzt einfach ihn aus und mal gucken wir mal. Eigentlich haben wir doch... Haben wir nicht fortsetzen... Ich finde das ja nicht gut. Okay, bringt mir nichts, aber egal. Ich habe immer noch einen Wissenschaftler, soll ich diesmal essen. Alles klar. Ein Wissenschaftler essen. Ja, dann klopfen wir doch mal, ne? Euch habe ich nichts getan, ihr bleibt gefälligst weg. So, wir nehmen das Essen mit, auch wenn es uns nichts bringt. Ach, ich habe noch gar keinen Hunger. Theoretisch kann ich auch einfach eine Spur aus Leichen hinterlassen, an dem ich mich dann labe, wenn ich wieder Hunger bekomme. Da ist ein Tresor, den hätte ich ja sehr gerne, aber ich fürchte, dass es hier... Hacker... Wache, der hat vermutlich auch... Ein verärgerter Barkeeper, der... Guck mal, wir müssen hier sowieso rein, das ist ja schön. Und da sind ganz viele Wissenschaftler zum Wegsnacken. Yam, yam. So, wir klopfen erstmal. Das hat besser geklappt, als ich befürchtet hätte. Dann muss ich jetzt nur noch Schalterchen drücken und dann ist alles gut. Bitteschön und... Bitteschön. Meine Belohnung, vielen Dank. Den könnte ich befreien, muss ich aber nicht unbedingt. Was ist hier? Ein Kühlschrank, dann nehmen wir auch mal alles mit. Es hilft uns zwar nicht wirklich was, aber was soll's. So, große Aufgabe auch erledigt. Und hier liegen noch weitere Snacks drin. Ich hoffe einfach, die wären nicht schlecht. Habe ich denn dann noch? Ich muss noch Dokumente einstecken und das Ganze von irgendeinem Kübel da klauen. Habe ich noch irgendeine... Nein, nicht wirklich. Oh nein, jetzt bin ich schon wieder in sowas rein. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen dagegen. Also mit ihm, es macht schon sehr viel Spaß, aber es scheint mir auch relativ schwierig zu sein, gewisse Aufgaben zu erfüllen. Denn... Ich komme mit ihm jetzt nicht unbedingt so super gegen Leute an, die Waffen haben. So. Mein Leben ist voll, das ist gut. Dann esse ich mal schnell was. So, ich glaube, die geben uns immer 10 Leben wieder. Ich würde gerne warten, bis er wieder hier ist, um ihn dann zu töten. Ja, ja, komm wieder. Komm wieder, mein Freund. Komm wieder, ich will deinen Schläger haben. Dankeschön. So, mal erstmal kurz auf die Faust wechseln, damit ich hier... Sehr schön. Und die Schuhriegen haben wir auch. Aufzug ist offen. Perfekt. Ich würde aber jetzt vorher noch gerne meinen Hunger stillen. Indem ich jetzt einfach wieder zu den Wissenschaftlern zurückgehe, die wir getötet haben und die wegsnacken. Denn ich halte es für eine eher schlechte Idee, mit so wenig Leben, wie wir gerade haben, irgendwo hinzugehen.
64 ist nicht die Welt und wir haben ja zum Glück noch Leichen. Also von daher immer schön rein da. Ich hätte gerne meine Axt wieder. So. 78. Okay, es stellt ein bisschen mehr als das Leben her, was ich dachte. Irgendwo müsste übrigens theoretisch nochmal eine Leiche liegen. Ich kann mal gucken, ob ich die finde. Es macht schon Spaß, ja. Also Wissenschaftler wegsnacken und so ist schon relativ... Da ist er. Guck mal, da liegt noch ein Arzt. Der ist bestimmt besonders gesund und nahrhaft. Ist voll. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt einfach mal. Ich hätte gern ein... Klonmaschine. Ich hätte gerne einen Verkaufsautomaten, um ehrlich zu sein, damit ich mir vielleicht eine Waffe oder sowas kaufen kann. Aber das reicht auch, wenn wir das im nächsten Abschnitt finden. Ja, ich habe alles geschafft. Sehr gut, dann auf in den nächsten Abschnitt. Level verlassen, bitte. 3 Chicken Nuggets, dankeschön. Erhöhte Chance auf heimliche Randalieren. Das Treffen von Gegenständen. Nein, immer kritische Treffer. Denn wir müssen uns, glaube ich, sehr auf unsere Fäuste und Nahkampfschaden verlassen. Dann gucken wir mal. Ich weiß jetzt nicht... Was haben wir denn jetzt für Aufgaben? Einstecken, zerstören, betätigen. Ja, dann. Vielleicht finde ich diesmal ja tatsächlich... Ah, das Problem ist... Die Ladenbesitzer sind ja auch kein Freund von mir. Das heißt... Das ist denn hier die Tür, wo es reingeht. Ah, da. Dankeschön. Na komm. Weiß ich nicht, ob der eine abgehauen ist und irgendwie wiederkommt. Ah, da ist er. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wen ich diesmal essen müsste. Aber der eine kommt bestimmt bald wieder und lässt sich wegsnacken. Von daher alles gar kein Problem. Ist da noch jemand? Nee, da ist niemand mehr. Sehr schön. So. Kostenlose Waren, das hilft mir echt sehr viel, wenn die Leute mich nicht in ihrem Laden haben wollen. Ja, wir sind sehr unbeliebt. Sehr unbeliebt. Im Kühlschrank können wir reingucken, einfach um Sachen zu verkaufen. Es gibt ja so ein... Na, wie heißt das Ding? Da, wo wir unsere Ausrüstung herbekommen. Und theoretisch kann ich mir da ja wieder eine Axt dann holen, wenn ich genug Geld habe. Polizisten hassen mich zum Glück nicht instant. Wen muss ich denn eigentlich essen? Gangster, ein Creep muss ich essen. Alles klar. Ich hoffe, der begegnet mir noch zufällig. Da ist ein Slum. Ach, weißt du was? Nee, 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 bleib mal da. Ich brauch dich doch. Du bist mein Essen. Bleib mal da. Bleib doch mal da. Ich will dich doch nur essen. Ich will dir doch gar nichts tun. Ich will dich doch einfach nur essen. Au. Ich habe das Gefühl, wir werden sterben. Okay. Werden wir nicht. Wir werden den Polizisten essen. Dankeschön. Oh, jetzt haben wir einen Schlagstock. Das ist aber schön. Und Schuriken haben wir theoretisch auch. Wo ist denn jetzt mein Snack von eben? Der ist doch hier. Wo ist denn der jetzt? Mein Snack ist weg. Oh, das macht mich jetzt irgendwie traurig. Okay, da sind die Schalter, die wir betätigen müssen. Munition brauche ich nicht. Ein Verkaufsautomat wäre aber echt schön. Wie sah denn nochmal mein Snack aus? Ich habe da nur Fleisch auf Beinen gesehen, um ehrlich zu sein. Jetzt weiß ich nicht, wie das ist, wenn wir bei Ladenbesitzern unbeliebt sind. Ob das dann heißt, dass ich hier auch nicht rein darf oder ob er eine Ausnahme ist, weil er die zusätzliche Aufgabe für uns hat. Ich glaube, er ist eine Ausnahme. Hallo. Ja, wir müssen einen Orang-Utan retten, das ist schön. Einen Gutschein benutzen, das finde ich super. Was gibt's hier denn Tolles? Zucker macht dich schneller, was ironisch ist, wenn man bedenkt, dass er dich auch fett macht. Allerdings nicht in diesem Spiel. Eine Spritze, wo wir nicht wissen, eine Elektropille.
absurd statische Aufladung, die jeden verletzt, der mit deinem Körper oder deinen Fäusten in Berührung kommt. 30 Sekunden. Na, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe auch noch keinen Creep gegessen, also. Ja. Aber langsam wird das. Da ist leider niemand drin. Ich muss mal eben ganz kurz auf unsere Karte schauen. Da an der. Ich gehe erstmal den Gorilla retten. Das wäre mir jetzt ganz wichtig, dass ich das irgendwie. Creep, so einen blauen. Sehr schön. Ach, das war der eine, den wir versehentlich getötet haben. Den hat es dann zerlegt und deswegen konnte ich ihn ja nicht mehr essen. Aber ist kein Problem, das. Oh, war das doch vielleicht ein Problem. Habe ich denn irgendwas Schönes? Schuriken, das will ich nicht kommen. So. Dankeschön und Dankeschön. Oh, jetzt geht es mir aber echt schlecht. Jetzt muss ich ganz dringend essen. Und ihn sollte ich auch ganz dringend essen. Klonmaschine. Ja. So. Zum Auftraggeber eskortieren. Das war jetzt dieser Typ mit M. Genau, das war der. Ich hoffe, das bemerken die Polizisten nicht. Natürlich, denen ist das egal. Das finde ich gut. Das war hier oben irgendwo, richtig? Ja, da ist es. Perfekt, komm mit, mein kleiner Affenfreund. Und dann muss ich irgendjemanden töten, damit ich ihn essen kann. Fürchte ich. Dankeschön, Nuggies. Das heißt, selbst wenn wir versagen und jetzt sterben, haben wir zumindest ein bisschen was gewonnen. Was ist denn da oben? In der Ecke. Das ist nicht der Fahrstuhl, das ist irgendwas anderes. Oh, warte mal. Da ist unser Essen. Warte mal. Hey, warte mal. Warte mal hier, du. Danke. Dass die auch immer so unwillig sind, weißt du? Da hat man Hunger und dann läuft einfach das Essen vor einem weg. Ich bin ein guter Mensch. Ich bin immerhin Vegetarier. Also fast. Ich esse ja nur Menschen. Fast wie Vegetarier sein. Nur noch umweltfreundlicher, denn wir sorgen ja gleichzeitig dafür, dass einer weniger da ist, der auch vielleicht Tiere ist. So, Dankeschön und ich essen. Ich weiß nicht, ob ich es mit ihm durchschaffe. Das kommt, glaube ich, echt drauf an, ob wir nachher Katastrophen haben oder nicht. Hier wettriges Kleeblatt. Und ob ich es jetzt vielleicht... Oh Gott, wir haben ja immer noch die Dinger. Also ich könnte jetzt natürlich einfach durchrennen. Das wäre natürlich eine Option, aber ich möchte das eigentlich nicht so richtig. Das hier wird gefährlich und sehr unangenehm, fürchte ich. Das Problem ist, das bringt mir ja alles nichts, was ich hier finde. Ich will ja einfach nur ein Geldautomat, bringt mir auch nichts. Wo habe ich denn so einen blöden Verkaufsautomaten? Geldautomat. Da, Verkaufsautomat da unten. Und Creep habe ich auch noch nicht gegessen. Vielleicht sollte ich hier mal in so ein kleines Häuschen rein. Erstmal würde ich aber gerne den Geldautomaten suchen. Nicht den Geldautomaten, Quatsch. Den Verkaufsautomaten und dann kann ich gucken, ob ich wieder so einen Ausstatter finde, damit ich meine Axt wieder habe. Denn irgendwie ist es mir ohne Axt... So, hier müsste es doch irgendwo bald sein, oder? In diesem Gebäude, wo ich hoffentlich rein darf. Was bist du denn? Ach, das ist ein Slumbewohner. Das war gerade sehr irritierend, ehrlich. Okay, mein Baseballschläger ist dahin, aber... Oh nö, hier sind keine Leichen mehr. Aber ihn müssten wir gleich umbringen können. Warte mal. So, guck mal auf. Und essen. Man muss ja gucken, wo man bleibt.
Und das alles nur, weil ich was verkaufen wollte. Und der arme Slumbewohner hat solche Angst. Das weg. Auch das war ein Dietrich, verdammt, den hatte ich gar nicht wegtun wollen. Ich wollte eigentlich nur die Spritzen wegpacken. Jetzt habe ich, glaube ich, noch irgendwas verkauft, was ich gar nicht hatte verkaufen wollen. Fangen wir auch weg. Normalerweise musst du die ganze Nacht aufbleiben, um ruhig das Glück zu haben. Hiermit hast du immer Glück. Immer mehr Glück, okay. Ja, das können wir auch verkaufen. Und das auch, denn das bringt uns ja sowieso nichts. Also die ganzen Sachen, die uns eigentlich Gesundheit geben, die helfen bei ihm ja nicht weiter. Deswegen so. Mein Freund, ich muss dich leider ins Jenseits prügeln, denn ich habe Hunger. Nein, bleib stehen, ich habe Hunger. Lauf nicht dahin, wo die Polizisten sind. Ich habe Hunger, bleib stehen. Ich will dich doch nur essen. So, dankeschön. Wie komme ich auf keinen grünen Zweig mit dieser Essensgeschichte hier? Und habe ich denn auch irgendwo einen Ausstatter? Geldautomat, Munition, Tresor, Verteiler, das hier. Zu dem Verteiler müsste ich hin, da kann ich meine Axt wieder kriegen. Was ich für eine relativ gute Idee halte. Au, warum? 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 Ich habe dir doch gar nichts getan. Oh, das ist, ja. Oh, fortfahren. Ja. Es funktioniert doch. Wunderbar. Okay, meine Gesundheit ist wieder voll. Meine Aufgaben sind aber leider alle resettet. Schade, eine Wache essen. Alles klar. Ja. Ich müsste auch mal gucken, was ich machen muss, um gewisse andere... Habe ich hier eigentlich auch... Wo ist denn eine Wache? Ich muss nur... Vielleicht hätte ich irgendwie... Ich weiß nicht. Hier ist nichts mehr. Nein. Da hat es auch keine Wachen. Und die Sachen, sonst können wir auch egal sein. Der Verteiler wäre ganz gut für unsere Axt. Verkaufsautomat und ein Verteiler wären toll. Veränderungskabine. Alles klar. Da unten müssen wir hin wegen der Kiste. Und da ist der Verkauf... Verkaufomat gewesen. Oh, okay. Verstehe. Dann würde ich, glaube ich, zuerst... Ich weiß gar nicht. Sollen wir das nochmal versuchen, die Leute hier umzubringen? Au. Alles nur, weil man Dinge verkaufen möchte, ne? Spritze, Spritze und Spritze. Und das ganze Zeug, was wir nicht essen können, kann auch weg. Sehr schön. Und dann haben wir da nochmal einen leckeren Snack. Den wir nicht mal ganz aufessen können. Alles klar. Und das langsam ist wieder weg. Sehr gut. So, dann hätte ich gerne hier den Verteiler habe ich noch gar nicht entdeckt. Da unten wäre aber was. Was ist denn? Zerstören. Okay. Eine Cyanidpille. Ich glaube nicht, dass ich die essen möchte. So, und irgendwo müsste doch genau nochmal eine Leiche liegen. Ja, wunderschön. Dann bin ich jetzt ja wieder komplett geheilt. Dankeschön. Den haben wir eingesteckt. Ein Gutschein für... Gutschein vor allem. Hm? Gutschein für kostenlose Waren. Wir müssen noch Schalter betätigen und etwas anderes und eine Wache essen. Ja, toll. Das wird lustig, bis ich eine Wache hier gefunden habe. Aber ein Gutschein für kostenlose... Wo ist denn eine Wache? Er ist zum Beispiel eine Wache. Aber ich glaube, wenn ich ihn töte...
Ich weiß nicht, ob ich da nicht ihn auch am Hals habe, den Drogendealer. Deswegen erstmal gucken, was er von uns möchte. Mission. Wieder den Orang-Utan retten und danach muss ich dich vielleicht essen, mein Freund. Ist es derselbe Abschnitt wie eben? Wenn ja, wird das kein Spaß. Also was ich sonst irgendwann machen kann, damit... Ist das nicht auch ein Türsteher, verdammt. Wie, ich habe keinen... Moment. Habe ich nicht? Mist. Ist das lieber nicht im Ernst? Ja, hatte ich jetzt nicht vor, ne? Okay, schnell mal was essen. So, gegessen haben wir. Was haben wir da? Eine Klonmaschine brauche ich nicht. So, dann komm mal mit zu dem netten Mann, der wollte, dass ich dich befreie. Komm mal mit. Alles wird gut, kleiner Affe. Alles wird gut. Hier gehen wir rein, guck mal. Und dann ist hier der nette... Der nette Drogendealer, der wollte, dass du befreit wirst. Das habe ich getan. Dankeschön für die Nuggies. Meine Gesundheit ist fast wieder super. Kann ich jetzt hier vielleicht... gerade das Geld geschnappt? Du Sackgesicht! Achso, das ist natürlich das ist ein Tier, das kann ich ja nicht essen. Okay, leider hat es den einen zerlegt, aber ich habe immerhin... Warte mal, heißt es jetzt, ich habe meine Wache nicht bekommen, weil ich... Oh nein. Das hat die Wache zerlegt. Oh, das soll nicht wahr sein. Oh, das ist auch eine Wache, aber ich weiß nicht, wie ich... Okay, das sind sehr viele Wachen hier. Aber ich habe zu wenig Essen. Schalter betätigen. Ich müsste mal irgendwie so ein... Oh, warte mal, da ist Essen. Dankeschön. So. Dann können wir jetzt ja mal weiter gucken, ne? Schön. Da muss ich rach, weißt du was? Wenn ich es nicht versuche, kann es ja auch nichts werden. Hallo? Warum? Wieso? Ich muss... Ich brauche den doch. Oh, wie soll ich denn jetzt da reinkommen, Manu? Oh, ist das nervig. Okay, wir können hier noch versuchen reinzukommen. Oh, ist das nervig. Immerhin mal lecker gebratenes Essen. Yam, yam. Da ist ein Schalter. Ich muss erstmal gucken, wo die ganzen Schalter sind, damit wir die... Au. Och nö, warum denn? Okay, da ist ein Schalter da und unten nochmal irgendwo. Ich fange mal mit dem hier unten an, weil da die Überwachungskamera in der Nähe ist. Ja, komm, geh weg. Dankeschön. Nö. Okay. Countdown 1 hat begonnen. Müsste aber eigentlich reichen. 2 und 3. Sehr schön. Geld bekommen. Und Levelerhöhung. Ja, danke schön. Haben wir noch einen Auftrag? Eine Wache immer noch essen und etwas einstecken. Okay. Ich brauche immer noch eine Wache. Immer noch eine Wache. So, auf damit. Eine Wache, ich will sie wegsnacken. Da ist auch eine Wache. Das ist ein Geldautomat, da sind Verbrecher. Da wäre auch eine Wache, das heißt, ich könnte versuchen, ihn umzubringen.
Hier sind halt sehr viele Polizisten in der Nähe. Ich guck erstmal vielleicht hier so in den... Ich weiß nicht, was man mit dem Schraubenschlüssel macht. Aber ich gucke jetzt erstmal, was wir hier hinten haben bei dem Einstecken. Wenn da nämlich eine Wache ist, vielleicht haben wir einfach Glück und ich muss gar keinen einzelnen daraus picken, weil wir hier zufällig schon einen dabei haben. Kann ja auch sein, dass hier eine Wache unterwegs ist. Perfekt. Dann würde ich ganz gerne meinen Beil... Oder was ist das? Den Schläger. Nehmen wir den Schläger hier. So. Nein, ich bin voll. Ich kann ihn nicht essen. Och, Mano. Okay, Aufzug ist offen. Ich muss mich noch mit irgendjemandem anlegen, der mir ein bisschen Schaden macht, damit ich die Wache essen kann. Toll, jetzt bin ich immer noch unverletzt. Ich bin wütend. Ja, danke. Bisschen Schaden müsste ich bekommen. Sehr schön. Und Dietrich. Und jetzt kann ich auch die Wache da oben essen. Huch, zum Glück. Bevor der mir was tut. Und hier müsste es gewesen sein mit der Wache. Genau, da liegt die Wache noch. Sehr schön. Ich hoffe, der Polizist ist mir jetzt nicht böse, weil ich seinen Kollegen getötet habe. So. Fast wieder volles Leben. Und wir haben unsere große Aufgabe eigentlich erfüllt. Ich habe jetzt doch erfüllt. Richtig? Na gut. Und wenn ich jetzt... Aber da können wir auch hinlaufen. So, keiner ist uns böse. Das finde ich voll gut. Dann gehen wir jetzt noch mal in den nächsten Abschnitt weiter. Das ist ja dann eigentlich schon der dritte ist, oder? Und wenn ich alles richtig gemacht habe, haben wir da jetzt keine Katastrophe, sondern einfach nur einen ganz normalen Abschnitt. Große Aufgabe auch erfüllt, keine Waffen verwendet, mutwillige Zerstörung. Ich habe da so meine Zweifel, dass ich keine Waffen Fast Food. Leichen werden schneller kannibalisiert. Geschwindigkeit plus oder Laser ignorieren dich? Dann haben wir Geschwindigkeit plus. Damit ich mein Essen schneller jagen kann. So. Was sind denn hier meine Aufgaben? Generator zerstören, irgendwas einstecken, einen Dieb essen. Und Dieb esse ich gern, ja. Da wäre zum Beispiel einer drin. Was haben wir da? Klonmaschine, Verteiler. Das ist gut zu wissen, wo der ist. Ich muss erstmal schauen, wo ich überhaupt hin muss. Okay, beides sehr nah beieinander. Mein einziges Problem könnte dann tatsächlich erstmal der Dieb sein, weil ich natürlich noch nicht weiß, wo der sein wird. Aber guck mal, wir haben es tatsächlich geschafft. Diesmal keine Katastrophen hier. Das finde ich tatsächlich ganz gut. Da ist ein Gegenstand, den ich einstecken muss. Hier wäre mein Verkaufsautomat, wo ich jetzt doch direkt mal das Essen und die Zigaretten verkaufen. Das ziehen die Pille eigentlich auch. Die brauche ich nicht. Ich habe nicht vor, hier Selbstmord zu begehen. So, okay. Warte mal ganz kurz. Das ist hier unten der Gegenstand, von dem ich was einstecken soll. Der hat ein Messer, das ist aber nicht so das Problem. Ich will ja einmal rumlaufen sehen, wie viele Leute hier drin sind. Aber es sieht tatsächlich so aus, als wäre das mehr... Okay, er ist noch hier. Der könnte ein Problem werden. Machen wir einfach mal diesen hier. Ich bin noch... Ich weiß gar nicht, wieso die mich jetzt gesehen haben und sich daran stören. Geh da mal weg, du. So. Okay. Bevor ich das einstecke, wird erstmal gegessen. So, einmal. Und leider hat es den anderen auch zersplattert. Noch ein Schalldämpfer, den ich nicht brauche. Sehr schön. Den kann ich jetzt eigentlich auch direkt... Und den soll ich zerstören, den Generator hier. Alles klar.
Das wird unangenehm. Die werden mich alle hassen, sobald ich da reinkomme. Ein Dieb immer noch essen, der Verkaufsautomat. War der nicht ganz in der Nähe hier? Der war doch, glaube ich, wirklich ganz, ganz in der Nähe, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich gucke erstmal, dass ich mich da irgendwie reinschleiche. Na gut, reinschleichen wird nicht funktionieren. Wir fallen sowieso auf. Hallo. Dankeschön. Nee, ich verschwinde nicht. Ich esse hier gerade. Lebt damit. So. Du bist ein Creep-Gangster. Moment, bevor wir das machen, erstmal hier Essen nehmen und Geld nehmen. Und jetzt bin ich weg. Tschüss. Ein Schwert. Danke. Und mein Aufzug ist offen, aber ich müsste immer noch einen Dieb essen. Ich würde das jetzt auch gerne noch machen. Das heißt, ich suche mir jetzt einfach irgendwo mal einen Dieb, den ich schnell ärgern kann. Denn ich möchte das wirklich. Also ich möchte tatsächlich diese große Aufgabe abschließen. Und dafür bräuchte ich jetzt eben noch einen Dieb. Und ich würde mal ganz dreist behaupten, das sollten wir eigentlich hinbekommen. Ich müsste nur erstmal noch einen finden. Was doof ist, normalerweise rennen die überall Diebe rum. Und ja, nur jetzt irgendwie nicht so richtig. Aber irgendwo wird es einen geben. Das ist immerhin unser letzter Abschnitt. Es tut mir übrigens leid, dass die Folge jetzt ein bisschen länger wird, ne? Ich glaube, es ist es wert. Achso, ja, da liegt ja noch ein Schlagstock. Dankeschön. Ich habe Sachen. Ich habe vergessen, Sachen einzusammeln. Ja, das darf ja nicht wahr sein. Ein Dieb. Kann es sein, dass hier kein... Es muss hier irgendwo ein Dieb geben. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass es hier keine Diebe gibt. Wo sind die lustigen Männchen mit dem gestreiften Klamotten hier? Oder die haben alle gerochen, da sind Kannibale unterwegs ist und wollen jetzt einfach nicht. Okay, spät. Oh, jetzt dachte ich wenigstens im Polizeirevier hockt ein Dieb, aber hier ist echt keiner unterwegs. Kann das sein? Ich bin gerade ein bisschen... Hier unten vielleicht. Ich meine, hier könnte einer gewesen sein. Da war einer drin, genau. Guck mal, und da ist ja auch einer. Total Mayhem! So. Ha, die große Aufgabe abgeschlossen und den Polizisten esse ich auch noch hinterher. So. Damit haben wir tatsächlich die Slums endlich mit Charakter Nummer 2 geschafft. Das finde ich super. Ihr seid mir jetzt alle voll egal. Ich will eigentlich nur zu meinem Aufzug. Oh, da ist ja noch ein Dieb. Ich bin voll. Ja, das ist schön. Lag der da schon die ganze Zeit? Hätte ich den schon die ganze Zeit da essen können? So, ich muss nur noch hier nach oben und dann bin ich quasi durch. Yay, Level verlassen. Perfekt, das war jetzt Slums 3. Harter Knöchel, Fäusten mehr Schaden, Gesichtsausdruck, finde Feinde laufen mit höherer Wahrscheinlichkeit. Ja, nein, komm, harte Knöchel ist gut. Dann würde ich mal sagen, 2 von 1. Okay, Industriegebiet. Dann würde ich mal sagen, das hier versuche ich das nächste Mal. Es ist wahrscheinlich, dass wir es nicht schaffen mit dem Kannibalen, aber das macht ja nichts. Ich gebe einfach mein Möglichstes, aber in der nächsten Folge, denn die hier ist sowieso schon zu lang. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, hoffentlich sehen wir uns dann das nächste Mal wieder bei Streets of Rogue im Industriegebiet. Zum zweiten Mal erst und tatsächlich mit dem Kannibalen, ich kann es kaum glauben. Also bis dahin sage ich einfach mal, bye bye!